Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von mir, dem D-Spyro. Ich melde mich aus der Sommerpause mal ganz kurz zurück. Das Ganze hat einen etwas, nennen wir es ruhig mal, beklemmenden Grund. Und ehrlich gesagt bin ich momentan echt frustriert. Nennen wir es wirklich mal so, weil Hasbro mir aus unerklärlichen Gründen, vielleicht war es auch YouTube selber, ich habe keine Ahnung, mir fast alle, muss ich sagen, fast alle meine Reactions zu Staffel 9 My Little Pony gesperrt hat nachträglich. Die waren alle im Einspruchsverfahren durch und die Wiedergabebeschränkungen wurden aufgehoben und Hasbro hat die für sich monetarisiert. Das ist überhaupt kein Problem. Damit kann ich wunderbar leben. Und jetzt werden die Dinger gesperrt und ich könnte nur noch mit einer Beschwerde gegen vorgehen und wenn die abgelehnt wird, kriege ich einen Strike. Danke, YouTube. Wunderbares System. Klasse. Weiter so. Ich darf mich nicht so sehr aufregen drüber. Es kotzt mich einfach nur noch an. Also, ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Es ist echt einfach echt beschissen. Und ganz ehrlich, es löst in mir schon wieder echt das Bedürfnis, auf die ganze Sache einfach hinzuschmeißen. So macht das einfach keinen Spaß. Das ist nämlich auch ein Grund dafür, warum ich momentan in der Sommerpause bin. Weil das einfach so, das macht einfach keinen Spaß mehr, wenn die Reactions permanent irgendwie blockiert werden und man sich mit irgendeiner Scheiße rumschlagen muss, die auf YouTube momentan rumgeht. At the Fluffly oder irgendwie so, der hatte mir, glaube ich, heute Morgen schon eine Nachricht geschrieben auf meinen Tweet, als ich das getwittert habe, dass die ganzen Reactions runter sind. Wie gesagt, bis auf zwei. Die sind, glaube ich, noch oben. Ich glaube, das Student Council und She's All Yak, die sind noch drauf. Die anderen sind alle gesperrt worden, allesamt. Und der hat mir daraufhin noch eine Nachricht geschrieben, von wegen, dass es in Russland anscheinend genauso wäre und YouTube Deutschland anscheinend da auch so ein bisschen durchgreift. Ich weiß nicht, ob das die Nachwirkungen bzw. die Vorwirkungen wegen Artikel 13 sind. Ich hoffe es nicht, weil eigentlich dürfte das auch gar nicht sein, weil es sind laut Artikel 13 ja keine Videos berührt, die bereits oben sind. Und somit dürfte da eigentlich gar nichts sein. Was liegt da eigentlich hier hinter mir? Ach so. Deswegen, will ich jetzt auch gar nicht weiter die hochladen, weil das ist mühselig. Weil ich müsste jetzt theoretisch 10 Reactions wieder hochladen, die im Einspruchsverfahren durchboxen, bis die freigegeben sind und dann sind sie wieder oben. Toll, danke, darauf habe ich echt Bock, das mache ich total gerne. Nee, deswegen habe ich mir jetzt gesagt, komm, lass es sein, ich mache das jetzt mit diesem separaten Video. Ihr findet alle Reactions, alle 12 Stück, unten in der Beschreibung. Da könnt ihr sie euch alle angucken, alle auf Mega abgelegt und ich werde auch wahrscheinlich bei zukünftigen Reactions die auch schon bei Mega einfach hochladen, für den Fall, dass sie dann doch nachträglich gesperrt werden sollten. Ganz ehrlich, der Frust muss jetzt mal echt so ein bisschen raus, weil das hat mich echt angekotzt. Die Tatsache, reißt man sich über Monate lang ein Bein aus, um euch ja auch und zu unterhalten mit diesen Reactions. Das ist ja auch eine Unterhaltungsform und ich mache das ja alles auch auf eigene Tasche und so weiter und habe ja auch einen riesen Spaß dabei, aber ganz ehrlich, das nimmt einem echt den Spaß da dran, wenn die ganze Zeit entweder Hasbro oder YouTube einem so in der Form Steine in den Weg legen. Gut, jetzt habe ich genug auf Mitleidstour gemacht, also ich will auch gar nicht da jetzt weiter groß rumheulen. Ich habe jetzt ja eine Alternative gefunden, ich werde es in Zukunft weiter versuchen. Ich habe schon gesehen, ab 3.8. kommt schon die nächste Folge, Folge 14. Das heißt, die Sommerpause ist dann relativ kurz, aber trotzdem. Also, ich werde es weiter probieren mit den Reactions, dass die erstmal rumlaufen. Natürlich auf die Gefahr hin, dass die dann auch von Hasbro im Nachhinein dann doch wieder blockiert werden, obwohl das Einspruchsverfahren schon durch ist. Wie auch immer, über Mega, wie gesagt, in der Beschreibung könnt ihr euch die ganzen Folgen nochmal angucken. Ich weise nochmal darauf hin, ihr müsst einfach nur den Link klicken, dann könnt ihr euch das Video angucken. Ihr müsst euch keinen Account erstellen, ihr müsst es nicht mal runterladen, gar nichts. Ihr guckt es euch einfach da an. Wenn ihr es runterladen wollt, natürlich könnt ihr das machen. Da gibt es auch den Download-Button für, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen. Okay, jetzt habe ich 4,5 Minuten meinen Frust ein wenig rausgelassen. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht davon erschlagen und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Reactions auch wieder. Es kommt jetzt voraussichtlich am Wochenende eine weitere Reaction und ich weiß auch, dass das My Little Pony Special Rainbow. Ich habe den vollen Titel vergessen, ist jetzt auch scheißegal. Jedenfalls das Special, das einstündige Special draußen ist und ich bin aber noch nicht dazu gekommen, es mir anzugucken. Ich weiß auch noch nicht, wann ich es schaffe, weil ich dann ein bisschen umdenken muss. Das Ding geht nämlich eine ganze Stunde und da bin ich echt ein bisschen.
Ja, mein Limit ist eine Stunde, was Aufnahmen angeht, weil mein HD-Generator das dann einfach nicht mehr hinkriegt, was da drüber geht, oder nur schwer. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich hoffe, dass es geht. Ich werde wahrscheinlich auch demnächst mal dazu kommen, dass ich es aufnehme, weil ich auch langsam echt keinen Bock mehr habe, mich vor Spoilern zu verstecken. Das ist langsam auch echt ein bisschen mühselig. Aber, wie gesagt, jetzt am Wochenende kommt erstmal die nächste Reaction voraussichtlich, wenn nichts dazwischen kommt, und dann sollte ich dann auch demnächst mal mich um die Reaction kümmern für das My Little Pony Special, was jetzt in der Sommerpause gelaufen ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns hoffentlich dann in meinen nächsten Reactions wieder. Euer D-Spyro. Ciao!